Hallo und hier ist wieder Hörer Furios. Heute spielen wir mal die Amerikaner. Das hier, also besser gesagt, diesen Amerikaner, den T57 Heavy, der Stufe 10 Medium, Medium sage ich schon, Heavy der Amis, ja eben schon erwähnt. Zugkanone, 400 Alpha Schaden, 258 Pen. Feuerrate liegt bei 8,65 Schuss. Die Kanone kann sich gut, also relativ schnell drehen für einen Heavy mit 41,38 Grad die Sekunde. Der Negativrichtwinkel beträgt 8 Grad, der positive Richtwinkel 12. Zum Laden braucht der Panzer 21,75. Das liegt daran, dass der Panzer auch ein Autoloader ist. 4 Schuss im Magazin, Intra-Clip-Reload von 2 Sekunden, Zielerfassung liegt bei 2,3, die Streuung auf 100 Meter bei 0,3 und er hat einen mittleren Schaden von 3459, so zumindest meiner. Die Überlebensfähigkeit 2250 AP ist eher unteres Level der Heavys, gerade wenn es von den Super Heavys ausgeht. 228 mm Wannenpanzerung an der Front, das ist ordentlich, gerade mit der Winkelung, kommt auf nominal bis teilweise auf über 300. 244 an der Seite, das macht ihn sehr anfällig für HE, aber man sieht, er hat auch relativ breite Ketten, weshalb auch viele der Kugeln oft in den Ketten hängen bleiben. Und 44 mm Mag. Da ist er nichts mit Spaced Armor, da kann ihm jeder durchschießen mit HE. Die Turmpanzerung an der Front liegt bei 152, was bei den Amis eher untypisch ist, da sie sonst einen sehr harten Turm haben. Die Seite liegt bei 127, ist anständig. Und der SEC liegt bei 50, wobei der SEC aber nominal eigentlich kaum da ist. Hintere Turm. Zur Besonderheit, der Panzer hat einen aufgehängten Turm, sprich, wenn er die Kanone nach oben oder nach unten bewegt, bewegt sich der gesamte Turm mit. Beweglichkeit mit 810 PS und einem Leistungsgewicht von 14,75 PS pro Tonne in Ordnung von der Mobilität für ein Heavy ist es okay. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 35 km/h, die Wanddrehgeschwindigkeit 34,48 Grad die Sekunde. Mein Panzer hat 449 Meter Sichtweite, aber ich würde sagen, wir klicken einfach direkt ins Gefecht. Dauert es anscheinend ein wenig länger als sonst. Ja, wir haben eine Top-Tier-Runde erwischt auf der Karte Paris. Wir sind einer von 4 Zehnern im gesamten Gefecht, sonst gibt es noch 4 Neuner und der Rest aufgefüllt mit Achtern. Das macht es mir persönlich sehr leicht. Gerade da mein Clip-Potenzial liegt bei 1600 Schaden, das reicht locker, um die meisten Achter rauszuschießen. Gegnerteam haben wir als Gegner den Kranwagen. Das ist unser Pendant, gegnerisches Pendant. Sonst aufpassen auf den FV. Der T30 hat einen hohen Alpha-Schaden, die Zoo und das Goblin tut ebenfalls wehtun. Ja, hier habe ich einen Platz ausgerüstet. Großes Mid-Kit, großes Rep-Kit und Cola, also Ration. Sonst fahre ich im Panzer eigentlich Only Heat, also sprich mit 300, 340 Pen. Es macht es einfach angenehmer, gerade die super schweren Panzer am Turm zu schlagen oder Co. Ja, man sieht schon, ich fahre hier auch in die klassische Heavy-Linie, einfach weil der Panzer dafür eigentlich geboren ist. Es ist ein Heavy, ein typischer Heavy. Ich habe jetzt einfach mal drei Schuss reingehauen. In der Hoffnung, dass ich den Standard getroffen habe. Sieht zumindest mal so aus, zumindest mal mit einer Kugel. Das Objekt 907 ist hier schon bei mir. Bin aber noch im Reload und muss daher noch ein wenig warten und hoffen, dass er mir nicht direkt entgegenkommt. Jetzt ist mein Panzer nachgeladen. Ich könnte ihn jetzt theoretisch direkt angehen. Behalte dies aber noch hinter mir, weil. Aus einfachem Grund. Das 907 ein Reward-Panzer. Kann man nur im CW gewinnen.
sie auch recht gut. Kann aber hier mit meinen Pennen durch den Turm schießen. Macht es mir relativ angenehmer, gerade wegen der Heatkugel. Ja, und sonst muss ich jetzt mal gucken, dass ich den Panzer rauskriege, weil sonst wird er mich mit seiner DPM mich outplayen. Ja, wir haben noch den E4 bei uns und den Typ 5. Konnte ihn noch einen reindrücken, bevor er wieder in Sicherheit kam. Müssen aber hier jetzt wiederum aufpassen. Ich gehe wieder in den Reload. Einfach weil wir gerade die Zeit noch haben. Aber ich sehe gerade, hier kommt ein VK bei uns, zu uns. Und den ist, und der ist halt eben ein potenziell gefährlicher Gegner, gerade wegen seiner hohen Alpha-Schellen. Ja, wir können jetzt 3 von 4 Kugeln anbringen. Eigentlich eine recht gute Bilanz. Der VK kommt jetzt zu uns. Müssen wir gucken, dass wir dann innerhalb, also so schnell wie möglich nachgeladen haben, sonst wird er uns jetzt auch ausspielen. Wir haben jetzt welche vom VK kassiert. Unser E4 nervt mich hier gerade wieder ein wenig. Ja, unser Panzer ist 19 Kugeln, wir liegen bei 2400 Schaden. Wir versuchen hier gerade ein bisschen zu versuchen, dass der uns hier ein bisschen auf alles nimmt. Konnten wir jetzt rausnehmen. Konnten jetzt mit der Unterstützung vom T30 den EME1 noch rausnehmen. Liegen sie mit nach vorne, sind aber selber ziemlich low. Wir haben jetzt 3300 Schaden. Unser Typ 5 nimmt jetzt noch den RV raus. Ein sehr wichtiger Kill. Wir müssen hier jetzt noch gewaltig aufpassen, sonst sind wir hier gleich raus aus dem Gefecht. Der Granwagen hat eine Kugel draußen. Zwei. Wir nehmen den Granwagen raus. Gehen wieder in den Reload, einfach weil wir es gerade die Zeit haben. Können wir währenddessen weiterhin nach vorne fahren. Sind ja auch Gott sei Dank ein ganzes Stück mobiler als der Typ 5. Ja, und wir fahren natürlich weiter auf Angriff aus dem einfachen Grund. Wir haben jetzt nur noch 2 Achter als Gegner und einen 9er. Der 9er kann zwar potenziell gefährlich werden, die 8er auch, wenn sie mit Gold schießen. Also mit der Premium-Munition, in dem Fall APCR, HE oder besser gesagt Hash oder die Heat, kann natürlich auch sein. Natürlich jetzt am besten Falle die 4000 Schaden voll machen, damit wir die Mission abschließen. Ich würde hier einfach mal zum Link 6x6 fahren, dass wir den T27 unter Umständen auch noch rausnehmen können. Thank you.
Und wir nehmen ihn mit. Ja, 3 Kills, 4249 Schaden. Das ist eine sehr gute Runde für mich in dem Panzer. Ein paar Fehler habe ich gemacht, aber das war Gott sei Dank nicht so wild, da wir die Runde noch überlebt haben. Ja, 108 Credits haben wir verdient, 7380 Erfahrung. Eben schon erwähnt, 4249 Schaden, 760 sogar Block, beim Panzer eher nicht so üppig. Unser J1 war auch sehr gut. Gehen aber mit 41.000 Minus nach Hause. Aber ich würde sagen, wir drücken direkt in die zweite Runde. Jetzt auf der Qatar Highway in einem Tier 10 Only Gefecht. Somit ist das Matchup nochmal ein bisschen anders da als vorher. Wir können nicht mehr so aggressiv fahren. Müssen auf unseren Support hoffen. Das wäre in dem Fall der E5, der S260 und der E7. Und vielleicht noch der ein oder andere dicke TD, wie die 2 Jagdjahrhundert. Ja, ich werde mich in die Stappe geben. Ganz einfach, weil die Mobilität von meinem Panzer nicht gerade die beste ist. Gibt es deutlich bessere Autoloader? Autoloader Heavies. Sowohl das 260 als auch der E5 fahren nach links, was recht untypisch ist. Das macht es für mich schon mal ein bisschen schwerer. Aber mein Vorteil ist halt eben einfach der Burst Damage in einem Magazin. Der Manticore versucht jetzt hier gerade die Anfahrt zu spotten für die Gegner. Von den Gegnern die Anfahrt. Wenn sich eigentlich ein Großteil unseres Teams mehr nach links begibt, statt nach rechts. Ja, der Matiko hat den 1305 gespottet, das ist eine wichtige Information. Da auch gerade der 1305 nicht ohne ist mit seinem 3-Schuss Autoloader und 390 Alpha kommt er sehr dicht an den hier ran. Plus ist halt eben Deutschmobiler, hat den besseren Tarnwert. Aber wir sind einfach mal zu, was wir hier jetzt noch machen können. Durchfahren werde ich jetzt nicht, weil es ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Ich werde immer piepen. Und natürlich auch den ersten kassieren. Kassieren die zweite und sind somit schon mal die Hälfte unserer HP los. Ich gehe in den Reload und versuche mich gerade noch einmal safe zu stellen von dem 705. Weil von dem mag ich jetzt nicht noch eine Kugel essen. Um festzustellen, dass da noch das 277 steht. Ich fress noch eine von mir 7. Kann aber dafür 2 den Super Kong mitgeben. Ja, haben es leider schon eine große unsere HP verloren. Und dafür haben relativ sehr wenig Schaden gemacht. Um dann festzustellen, dass das 277 um die Ecke kommt und mir noch ein mitgibt. Jetzt haben wir ein Problem, der Jagdjunitz ist da und wir sind lowlife. Ja, 2400 Schaden, leider nicht so viel wie erwartet oder wie wir hätten machen können.
Aber unser Team ist auf der anderen Seite schon durch. Also ich würde sagen, wir haben unseren Job gut gemacht. Leider eben nicht so gut, wie ich jetzt gehofft habe, dass wir da deutlich mehr machen können. Unser E7 schlägt sich da um einiges besser, weil es sich rechtzeitig zurückziehen konnte. So wie zu dem Thema, er ist gerade in Brand geschossen worden, wird somit jetzt auch ziemlich schnell rausgehen. Unser E5 ist auch nicht mehr so gut dabei, hat auch schon über die Hälfte seiner AP weg. Und ich glaube, der E5 will jetzt auch unbedingt die Erdbeere draus nehmen. Schafft es aber nicht mehr. Hier kurz ein Panzer auch sehr interessant lackiert. Aber das Gefecht gewinnen wir mit 14 zu 6. Einer angenehmen Bilanz, das dafür, dass wir in der Stadt doch recht schnell zerschossen wurden, ist es ein gutes Gefecht geworden. Leider unter das Dritte. 33.000 Plus gehen wir nach Hause. Eine letzte Runde fahren wir noch und mal schauen, was wir kriegen. Die Karte ist Ehrenberg. Wieder ein 10er um die Wette. Mit sehr vielen TDs. Also die ganzen TDs gefallen mir jetzt nicht. Überhaupt nicht. Wirklich überhaupt gar nicht. Ja, wie kann ich jetzt am besten agieren? Ich könnte links fahren. Rechts würde wahrscheinlich sogar noch mehr Sinn machen. Mitte könnte ich eventuell auch unterstützen, aber das ist jetzt die Frage. Ich schau mal, wie sich unser Kampf verhält. CDs waren jetzt hier noch sehr viele CDs. Ich werde in der Stadt unterstützen. Fahren wir CD3 oder so, dann könnte es helfen. Ich würde es echt gut brauchen. Das 270 ES7 fährt auch in die Stadt. Allerdings hat eben gegenüber der Flussseite. Ich möchte mich wie gesagt eher im Hintergrund behalten, weil mit meinem Burst-Shift und mit meinem 400er Alpha bin ich nicht gerade in der Lage dazu zu sehen. Also Schuss gegen Schuss zum Tauschen. Ist gut, dass die Panzerung eher mau ist. So aggressiv möchte ich jetzt auch nicht reinfahren. Gerade aus dem Hintergrund, dass sie da drei Panzer haben, die einen sehr, sehr hohen Alpha-Schaden haben.
durch. Direkt einen Schuss von der E7. Genau, warte mal. Schau mal, was ich hier. Das war ein volles Magazin in den Stage 2. So, jetzt wieder mal Reload. Gleich wie nachladen muss halt endlich. Ich versuche jetzt mal in die Seite einzufangen. Jetzt haben wir ein Problem, wir haben jetzt 500 HP. Ich wollte es eigentlich mit dem 50 Bill Brawl. Wir denke, werden jetzt, denke ich mal, hier direkt rausgehen durch die Artillerie. Ja, dies ist der Fall. Leider auch nicht viel gemacht, nicht viel machen können. Da unsere Heavy selber nicht wirklich aggressiver sind. Gerade unser E3 könnte durchaus aggressiver sein. Er hat die Panzerung, er hat den Alpha-Schaden und den Durchschlag. Ja, man merkt schon, unser Team ist recht passiv. Unser ES3 ist full life, er könnte problemlos ein, zwei Schuss von den dicken Jagdjahrhunderts also kassieren ohne Probleme. Das würde sie nicht stören. Also E7 fährt jetzt zurück zum 260. Der Patton auch. Und die zwei Jagd die 100. Also das sind jetzt glaube ich ein paar Fahrzeuge zu viel zurück. E7 und der Patton hätten gereicht. Oder auch nicht.
Gut, ich glaube, dieses Gefecht wird eine Niederlage. Einfach aus dem Grund, da unser Team jetzt, oder das gegnerische Team weiß, sie müssen viele Panzer zurückziehen. Für das 260. Er spielt das nämlich echt nicht dumm. Sogar eher sehr gut. Weil das aus irgendeinem Grund auch Unterstützung hat. Da kannst du erinnern, fängt es auch an zu pingen. Unser Team wird die Gnadenlos zerschossen. Nur noch der E3 und unser M48 leben. Also wieder bei da rausfährt, ist es ein Wunder, dass es da nicht gestorben ist. Unser Dreh macht absolut gar nichts. Er könnte sich rumdrehen, eventuell mal sich mal die Arti vornehmen. Oder das 268. Es gibt nur noch unser E3. Ich glaube, er hat das Gefecht aufgegeben schon weit vorher. Nein, er spielt noch. Und er schießt mit HE. Neun zu 15 verloren. Wir sehen gleich, was wir an Schaden gemacht haben. Wir haben 1118 Schaden gemacht, haben ein volles Magazin in den RV reingejagt, unter dem Einschuss in den E7. Unser Team summa summarum eher schlecht. Leider bin ich davon nicht ausgeschlossen. 46.000 minus, 3.000 gehen in den Tresor. Ja, das war der T57 Heavy. Ein, in meinen Augen, sehr guter Panzer, gerade weil er ein Autoloader ist und eine sehr hohe DPM hat. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.